Wir haben noch ein paar Spiele. Wir haben noch ein paar Spiele und wir haben vor allen Dingen auch noch so ein paar lustige Videos und Fotos. Oh. Und die möchten Sie natürlich auch alle sehen, nicht wahr? Deswegen sind Sie hergekommen. Ich würde mich gerne mit euch über Festivitäten unterhalten, so Familienfestivitäten. Ja. Sowas wie zum Beispiel Weihnachten. Ja, groß. Ja? Großes Fest, schönes Fest. Wie war bei euch Weihnachten? Ich erinnere mich, ich denke immer an so heiße Gesichtchen von Aufregung und kratzige Sachen an. Ja. Und bei uns hat immer das Glöckchen geklingelt. Nee, das und dann, oh, das Christkind war gerade, noch hier. Und dann, ich weiß auch, das für uns war Miracle, wo die Geschenke plötzlich herkamen, oder? Ich weiß nicht, wie die das inszeniert haben. Es war so, es kann nicht sein, es war auch, das waren. Genau, als wir auch schon so zweistellig alt waren, haben wir immer noch gerätselt. 46. Und auch so, wo kommt die her? Ey, was ist das denn? Wir sind dann noch in die Kirche gegangen, irgendwann nicht mehr. Und dann haben wir in der Kirche die Oma getroffen, die auch in dem gleichen Viertel quasi gewohnt hat. Ja, die konnte die Geschenke auch nicht dahin gelegt haben. Irgendwer... Also man hat uns Wer sehr war lange das? Jetzt aufzeigen. Also man kann da sehen, dass der Vater hat uns quasi nicht gesagt, die Geschenke sind vom Christkind, sondern die kommen mit der Post. Den Hoax. Aber habt ihr gemeinsame Geschenke bekommen? Weil ihr packt ja gemeinsam ein Geschenk aus. Ja, wir haben immer ein großes Geschenk zusammengekriegt. Ne? Sowas wie so ein Playmobil Zoo oder so. Nee, ein Hund. Nicht, dass ich wüsste, oder? Haben wir einen Hund mal gekriegt und ich habe den vergessen? Nein. Wir hatten viele Geschenke, da hat man schon beim Auspacken, bei der Verpackung gemerkt, das ist irgendwann vom Flohmarkt. Wir können mal gucken, was ihr geschenkt bekommen habt. Jetzt mal gucken. Wow. Das ist eine Auspacktechnik. Können nicht was kaufen. Für David. Komm hier, ja. Hey, ein Tastentelefon. Ein was? Ein Tastentelefon. Aber jetzt guck mal. Ein Meet-Meep. Irgendwie schämt das ist der Roadrunner. Ja. Aber David nennt ihn Miep-Miep. Es ist sehr Miep-Miep. Man muss dazu wissen, als der David noch ein bisschen kleiner war als da, da hat er, ich habe immer so Wettrennen mit dem gemacht, wobei ich habe ihn Sachen holen geschickt und habe immer gesagt, das war die schöne Zeit, wo man seinen kleinen Bruder verarschen konnte, ja, habe ich gesagt, boah, wenn ein Gepard jetzt eine Limo wollen würde, ist ja das schnellste Tier der Welt, dann würde der 3 Sekunden brauchen, wollen wir mal gucken, wie schnell du bist. Und, so, ja. Und dann ist er immer, weil er viel Roadrunner geguckt hat, dachte er, er ist schneller, wenn er erstmal auf der Stelle läuft und dann beim Loslaufen Miep Miep macht und immer, wenn er wieder kam, hat er mich gefragt, ob man auch eine Staubwolke gesehen hat. Und ich war natürlich so, oh ja, da war einiges los. Ein Miep-Miep. Wollt das feiern auch? Traditionelle Feste, so wie beispielsweise Silvester. Oh, oh, und nein. Zum Glück lief dabei mal eine Kamera. Oh, viel Spaß. Oh Gott. Küss die Kamera, küss die Kamera. Ach, Gott. Geil! 2:22 Uhr, was ist da los? Geil, was war das denn für ein Haushalt? So unterschiedlich können Familienfeste sein. Den Weihnachtsmann gibt es immer noch. Den kenne ich nämlich noch, diesen blauen. Ja. Den haben wir nämlich geschenkt. Ich habe so ein Scheiß geschenkt. Jetzt lenkt doch nicht ab. Ja, und Benni hat damals schon, sich interessiert. Interessiert. Der Frau. Ja. Aber der hat die gelesen? Zeitschrift zu Weihnachten gekriegt. Nee, nein. Die lag einfach rum.